Hi, was macht ihr denn hier? Ein Infovideo? Wenn's denn sein muss. Also los, fangen wir damit an. Vor einiger Zeit habe ich den YouTuber Let's Failbahn gefunden. Er macht Spielevideos, redet über irgendwas und ist mir sympathisch. Was hat das mit dem Infovideo zu tun? Ganz einfach, dieser YouTuber hat mich ein bisschen inspiriert, mich mal an Spielevideos zu versuchen. Ich hatte sowas ja schon mal ausprobiert und das Spiel Trine war dabei mein Opfer. Das Projekt sieht aber seit einem halben Jahr in etwa so aus. Selbstverständlich würden die Reviews anfangs vielleicht etwas schäbig und ungekonnt ausfallen, aber ich habe ja mit den ganzen Lego-Spielen Video- und Redematerial zum Üben. Dazu würden dann gehören Lego Batman 1, Batman 2, Batman 3, Lego The Hobbit, Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 und 5 bis 7, Lego Indiana Jones und Lego Flucht der Karibik. Was? Da waren Spiele dabei, die wir noch gar nicht gespielt haben? Ja, dazu später mehr. Aber wieso denn jetzt eigentlich Reviews? Weil ich einfach hoffe, dass es mir Spaß macht, jedenfalls mag ich es zu schneiden. Und um ehrlich zu sein, möchte ich mal was Aufwendigeres produzieren als Let's Plays. Gut, die werde ich weiterhin machen, aber trotzdem Reviews, die nach jedem Projekt kommen. Einverstanden? Yay. Jetzt zu was anderem. Neue Projekte. Vielleicht haben es einige Menschen schon mitgekriegt, der Nachfolger von Rollercoaster Tycoon 3 kommt bald. Wann, weiß ich nicht, aber bald. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hannes und ich dazu ein paar Videos abliefern werden, ob es euch gefällt oder nicht. Andere neue Projekte sind die eben angesprochenen neuen Lego-Spiele für Indiana Jones und Fluch der Karibik, genauso Batman 3, Harry Potter die Jahre 5 bis 7 und was sonst noch kommt. Falls es jemand interessiert, wir werden weder Lego Indiana Jones 2 noch The Lego Movie Video Game spielen. Meinungssache. Wie auch immer, das war's an Infos. Dieses Mal etwas aufbereiteter, hoffe, es war interessanter so. Falls ihr jetzt noch da seid, danke fürs Anschauen. Falls nicht, naja, nö. Wie auch immer, man sieht sich. Bis dann.